Herzlich willkommen, ihr verrückten Fabelwesen. Hier ein weiterer Ausschnitt aus unseren Zockerabenden. Abonniert gerne. Was? Oh, ich bin so unter in der Unterzahl. Wieso in der Unterzahl? Was hast du denn jetzt schon wieder für ein Problem? Unterzahl, ich. Alles gut. Ich, armer Mensch, bin immer in der Unterzahl bei euch. Immer. Ich bin es. Einzigste weibliche Wesen, so, wenn ich immer ich. Mitgespielt. Ich war du Mensch. Ja. Ja, ist ja okay. Ich war immer als Einzigste. Ha, jetzt bist du mal von Frauen umgeben. Andersrum. Hoffentlich ja, sind ist wir... Ist das schön oder nicht? Als einziger Mann so mit drei Frauen zu zocken. Glaub mir, als einzigste Frau ist es nicht so toll, mit nur Männern zu zocken. Ich sag's dir. Stimmt doch gar nicht. Komm, du kannst froh sein, dass wir spielen. Also nicht mit dir spielen. Ich meinte, jetzt kannst froh sein, dass wir Ja, knall ich die Nase vor der Tür zu. Die Tür vor der Nase zu. Verdammt. Standard. Nase vor der Tür. Ja, komm. Hab dich auch lieb, ich sag's dir. Stäbchen, das haben wir dann. So, ich hab alles reingehauen. Was Bau, ist alles drin. Ja, ich war gnädig. Können wir eigentlich was Größeres machen, oder? Ich bin hier jetzt nur Vollprofis. Mir jetzt. Ich nicht. Kennst mich. Ich bin der Camper in der Runde. Aber heute bin ich böse. Die Schule. Jawohl. High School. Wie? Ja. Nur eine kleine Info für dich. Ich habe eine Discord-Runde aufgemacht, wo war eigentlich speziell für allgemeine Spiele und so weiter. Kann ich dich gerne mit einbeziehen, wenn du Lust hast. Ja. Ihr kennt das schon alle untereinander, ne? Naja gut, im Grunde genommen kennen die nur mich im Grunde, weil ich längere Zeit immer gespielt habe. Ja, es tut mir leid. Ich entschuldige mich, dass ich andere Sachen gespielt habe. Es tut mir leid. Ich krieche auf den Knien nieder vor dir. Das geht ja gar nicht. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich nicht so nur Phasmo spiele. So ein Abklatsch von Phasmo und du spielst direkt das andere. Alle hoch. Stimmt doch gar nicht. Jetzt bin ich zutiefst verletzt und traurig. Darauf Prost aus meiner Schokotasse mit Getränk drin. Normalerweise schneide ich den Ladebildschirm immer raus. Normalerweise. Auf geht's. Ja, Geist am Schneidersitz. Ja. Na, 90% und bleibt stehen. Kannst du auch mal weitergehen? Das geht doch. Aber ist es hier bei uns kühler wie Gischter? Aha. Was ist kalt? Dein Herz? Ja, und dann? Und dann was? Was ploppt denn hier jetzt auf bei mir? Helfen Sie mit, die Online-Spracherkennung zu verbessern. Nein, danke. Dum 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 dum. Mein Phasmo-Bug. Ach, hat funktioniert. Mann, bin ich gut. Dein Phasmo-Bug, wieso das? Da gerade ohne Grund ständig geswitcht. Kannst du etwa nicht rennen? Oh, kommst du mir jetzt mit irgendwas, was Negatives? Nee, gar nicht. Wieso? Mit kannst du nicht rennen? Ich gehe gemütlich. Ich gehe einfach mal nur rechts. Weil nicht. Wow, Bee, das ging aber flott. Was? Angenommen? Ich habe Bee gerade einfach mal so eine Einladung geschickt. Wo? Flott. Ey, und dann sucht Bee. Ich hab gesagt. Ja, Radio. Wie bitte? Sie nimmt das Radio mit. Hallo Geist, hier bin ich. Ich hoffe, du frisst mich nicht. Hat irgendjemand von dich nicht? EMF. Ich hab beide, oder? Gut, dann hol ich mir an. Wie schaut's denn hier aus? Hier war ich ja nur nie drin. Wie kannst du vielleicht nach links gehen? Unter der Treppe ist der Strom. Ich hab den schon angeschaltet. Aber ist schon lang, weil ich kann nicht. G
gib mir ein Zeichen. Wie heißt der Geist? Bin selbst gerade drin, kann ich... Gib mir ein Zeichen. Bitte. Danke. Schminker, komm ich nach rechts. Ja gut, in der ersten zwei Türen war ich schon und dann ist mir eingefallen, ich könnte ja mal rumschreien. Die haben die Grafik ein bisschen verändert. Finde ich nice. Ja, alles viel nebliger. Super. Toll. Noch mehr Angst. Danke. Weißt du was? Geh du mal den unteren Gang entlang. Ich gehe die Treppe hoch und geh oben durch. Lässt du mich jetzt alleine? Ich sag Bescheid. Ich bin auch... Ach, Mann, wir gehen ja, komm. Ich meine ja bloß. Ich gehe nie alleine. Denk dran, der Neger stirbt eh zuerst, also von daher ist immer der Schwarze, der stirbt, in jedem Film. Oh, das muss ich zensieren. Ach so, oh, das tut mir leid. Ich piepse es einfach durch einen Quark. Oder meinst du, ist es auf jeden Fall? Der Quark, der zuerst. Nein, da füge ich ein mit so einer Spannung. Chaos, P. Du hast den Nebel. Hier ist Minus. Komm zurück zu mir. Hier war's. Hier war gerade Minus. Du hinterlässt Nebel beim Gehen. Nee, warte. Stopp. Oh, meine Klingel gehört. Ja, aber warum war hier Nebel? Also auf der linken Seite. Okay, wir kommen. Nee, ist kein Nebel. Da war aber kurz Rauch. Ich kann's dir beweisen, wenn ich dir die Aufnahme wieder vorspule. Nee. Ich schwöre feierlich, da war der Rauch. Nein. Er war... Ich zeig dir die Aufnahme dann einfach, ich sag's dir. Dann glaubst du mir. Alles Nichtraucher hier. Wir reden Schatten. Dann geht doch etwas. Ach nee, das ist mein eigener Schatten. Okay. Jetzt ist aber Paranoia-Time. Die Angst vor meinem Schatten. Die Angst vor der Angst selbst. Oh, nein. Feli, kannst du mir mal vielleicht sagen, wo hier ist? Also entweder hier oder... Telefon! Vielleicht unten drunter. Telefon war hinter mir. Ich glaube ja unten. Ich wäre hier oben schon längst Tür. Hinter mir war Telefon. Ja, geh mal runter. Hier, ich hab's doch gehört. Hier. Von hier kam's irgendwo. Ups, da geht's tief runter. Lass das Telefon unten klingeln. Bist du hier? Da, ging da nicht gerade eine Tür? Hier! Oder? Nee, sie ist da rein. Es wird drin. Mist, ich bin schon wieder so hysterisch. Ich bin schon wieder so hysterisch. Ich höre Musik. Oh, sorry. Wer hat hier Musik? Sie hört Musik, während sie Phasmus spielt. 1A. Mutig. Ey, die Tür war offen. Nee, das war nicht gerade. Da kann man ja keine Angst haben. Verdammt. Hör der Musik. Ey! Ja, Tür nochmal zu, man hat schon recht. Alles gut. Alter, ich hab mich erschrocken. Wo ist denn eigentlich B? Hä, ich dachte, ich bin jetzt tot. Also hier unten ist echt gar nichts offen, ne? Lass das Telefon klingeln. Gib uns ein... Gib uns ein Zeichen. Wir sind nämlich gerade wieder runtergegangen, hoffen, dass wir ihn finden, aber hier hinten ist auch Gib uns ein Zeichen. Theoretisch ein Gespenst. Ja, komisch, ne? Ich glaube, wir brauchen den Namen, damit wir den triggern können. Gib uns ein Zeichen, wir haben Angst. Aber jetzt hört man es nicht. Sally hat gerade einen super Einwand gebrungen. Aufgrund dessen, weil er hier gar keine Türen geöffnet hat, könnte da ein Gespenst sein. Gib uns ein Zeichen. Rülps das ABC. Lass das Telefon klingeln. Ich würde halt nirgends im Raum sein, Schminker. Heinz Rüdiger, melde dich bitte. Ich geh mal ganz kurz gucken, was hat dann ein Gespenst alles an sich? Ringe abdrücken. Wer von euch hat eine Geisterbox? Ich hab keine Geisterbox, ich hab nur Box und Kamera. Gib uns ein Zeichen. Also die Box, die ist
Gib uns ein Zeichen. Wo seid ihr, Box 3 noch einmal? Da ging eine Tür bei mir. In allen Räumen. Hier. Ja, ich glaube eher den Gang da hinten. Ja, ich hab's auch gehört. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Alter, mach die Tür auf. Open the door. Ghostbusters sind hier. Gib uns ein Zeichen. Bitte gib uns ein Zeichen. Sag mal, wo ist denn der Lümmel? Ich bin gerade, wollte gerade die Treppen runter, hat es geklingelt. Ja. Aber kann es nicht sein, dass er da hinten auf der anderen Seite. Da! Guck mal, hier steht History of Germany. In den Büchern. Ja. Wo war er jetzt? Der ist im Gang. Ich glaube, der ist im Gang. Also Flohgeist? Ich glaube schon. Bist du hier? Der hat. Ich glaube, der. Süß. Was? Los, raus. Ja, kommt. Meine Katze. Oder was? Ja, ja. Er will nicht gestreichelt werden und. Kenne ich nur viel zu gut. Aufmerksamkeit. Oh Gott, jetzt sitzt er auf meinen Schoß. Hilfe! Oh, ich muss aufhören, Triggerwörter zu sagen. Ist Schoß ein Triggerwort? Nein, aber das Hilfe ist ein Triggerwort. Ach so. Oh, bitte nicht. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt keine Liebe vergeben. Gott, fängt er da an, während dem Hand zum Jauzen? Hilfe! Ich dachte, das war's. Aber hast du V gedrückt? Oder ich habe kein Push-to-Talk. Ach so. Die anderen haben schon wieder Spaß und lachen sich den Arsch ab. Mhm. Chaos. Also, Geisteszustände können Tabletten nehmen, auf jeden Fall alle. Ach du Scheiße! Während dem Hand schnurrt mein Kater und macht Miau. Ich glaub's nicht. Ja. Übrigens, ich glaube zu wissen, wo er ist. Er ist oben im Gang, er ist ein Flurgeist. Die Stelle circa weiß ich auch. Oh ja. Flurgeist wäre ein bisschen heftig, oder? Ist aber wirklich so, weil kaum haben wir angefangen dann zu reden,
ging es gleich wieder los. Dann sind wir rein. Dann sind wir wieder raus. Wir sagen was und ich mache das EMF an und schon geht es wieder los mit meinem Handen. Also immer, wenn wir da an der Stelle gesprochen haben, ist losgegangen. Aber das könnte EMF 5 werden. Oh ja. Immer wenn ich was Idee gesagt habe. Wenn jemand EMF ist. Ja, EMF. Beim Hand war vor auch. Gut. Ich glaube. Das ist auf jeden Fall, los auf jeden Fall EMF. Ich sag dem. Ich sag, es ist ein scheiß Flurgeist. Flurgeist. Das ist der Flurinator. Also lass uns mal irgendwie... Guten Hunger. Ein Buch liegt. Vielen Dank. Was gibt's denn Schönes? Oh. Also wenn ich mal gerne versuchen würde, ich hab mir heute einen Döner bestellt und den nicht gegessen. Möchtest du auch noch einen Döner bestellen? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall mal rennen, alle Türen zumachen, in der Hoffnung, dass er unsere Türen öffnen wird. Der macht keine Türen auf, der ist im Gang. Doch, doch, der hat Türen geöffnet. Ich verwette irgendwas. Der sitzt im Flur. Lass uns zusammen. Ja, dann hol ein Buch mit. Ja, ich habe jetzt zwei Kruzis dabei. Mit. Ja, und? Soll ein Schlumm. Ich hol mir eine Kamera mal mit. Und was holen wir da noch mit? Was haben wir dann überhaupt noch für Aufgaben? Hat er noch ein Buch dabei? Nee. Doch, ein Buch ist da. Hat er angefasst. Ich schon mal eine Sperminator mal mit. Sperminator und Kamera. Also EMF habe ich jetzt da lassen, ne? Ist das okay? Der ist doch hier. Ne, hol mit auf jeden Fall, EMF. Oh Mensch. Warte dann wenigstens auf mich. Könnt ihr mal direkt gucken, wie der Geist heißt? Mega. Ich bin jetzt nach rechts gegangen, die Treppen hoch. Donna Brown. Wie bitte nochmal? Donna Brown, Donna Brown, Donna Brown. Ich vermute, also auf jeden Fall auf der linken Seite, da werde ich jetzt die Kamera mal irgendwo aufstellen. Ich, in den Raum hinein. Ich sag, der sitzt im Flur. Naja, deswegen. Dieser kleine Geist, der uns in die Ecke scheißt. Kannst du mal nicht so flott unterwegs? Da nicht mal klingeln. Oh, fick doch die Henne, Alter. Deine Musik. Mobben. Wie kam das?
Der Geist ist... Hä? Du musst weg, jetzt wir sind oben. Man hört die noch immer. Ja, so ganz leise hört man sie. Spade. 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 Lass das Telefon klingeln. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bitte nicht. Geht schon. Für alle Türen. Wir müssen unbedingt alle Türen zumachen. Ich habe vor Angst dreimal Häufchen gemacht hier im Gang. Also Salzhäufchen. Häufchen? Nein, Salzhäufchen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, da liegen sie, die weißen Haufen. Meinst du, ich habe weißen Stuhlgang? Ich habe Steps gehört neben mir. Richtig. Hier? Hier habe ich Steps gehört, genau. Oh, fick dich doch. Ich war richtig. Nein, ich war richtig mit meiner Vermutung, dass er hier im Flur ist. Ha! Wer hat's gesagt? Ich hab's gesagt. Hä? Wieso? Wieso im Flur? Wieso? Warum? Wieso? Der ist hier im Flur. Bist du da? Hier, da. Wo bist du? Bist du hier? Hier, der Telefon hat geklingelt. Bist du da? Hier ist er. Hier in dem Raum. Ja, aber EMF 3 bloß. Bist du hier? Ja, Box. Er hat Farr gesagt, also er ist doch halt ein Fick. Die Arme ist jetzt gestorben wegen uns. Ja. Ich mach da drei Haufen vor Angst. Wegen mir ist er gestorben, weil ich noch gebabbelt hab. Oh, Katze, bitte sei leise. Alter, ich dachte, ich muss mir gleich in die Hose scheißen. Ich kann mal kurz gucken, was das sein könnte. Ich muss erstmal eintragen, um was es sich hier handelt. Also, was wir schon alles haben. Also, ja, das hört sich schon besser an. Also, EMF5 kann schon dran und Geisterbox. Da hat er geantwortet. Ich habe aber drei gehabt, wie er da war. Ja, aber hier von der Tafel wissen wir, dass er EMF5 hat. So. Ja. Ja, warte, dann EMF5 und Geisterbox. Ich wette auch ein Buch.
Oh, ich schätze schon. Einfach so, weil ich schätze. Sieht man das Buch? Ja, sieht liegt man. Liegt da ein Buch in dem Raum? Ja, ich hab's nicht. Da steht was drin. Echt? Ja, da steht was. Ich sehe das nicht. Wie siehst du das? Da steht was drin, glaube ich. Nee, ich sehe da gar nichts. Ach, da steht was drin. Hey, wir haben keine Spenden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass was drin steht. Dann geh hoch und schau nochmal. Geh mal nachgucken. Ich geh mal gucken. Warte mal, wir können doch ein paar Sachen mitholen. Wir holen mal Kruzifix mit, das wäre schon ganz cool. Hä, hey, Geister-Event, das hat man doch. Zählt als Geister-Event, wenn der Lümmel die Kerze auspustet? Keine Ahnung. Nee, ich dachte, was Erotisches wie ein Frog bekommen, sowas hat ein Geister-Event. Wow, auch eine Gilde machen. Ich gehe da nicht mehr rein. Ich gehe da definitiv nicht mehr rein. Kannst du knicken? Kannst du echt knicken? Da kriegst du mich nicht mehr rein. Sind wir eh gleich da. Das wollte ich gar nicht. Nein. Stimmt. Das sind die Kruzifixe. Nein! Das ist oben. Diese Blinzen da. Wo seid ihr jetzt? Geh einfach raus. Ich war gar nicht drin. Hä? Keine Ahnung. Was ist es? Ich habe nur gehört, das ist eine Oma. Es ist ein Oni und es ist eine Oma. Eine Oni-Oma. Wie kommst du auf Oni? Oni-Oma. Ein Doppel-O. Geisterbuch, Geisterbox und EMF5. Ach, war es jetzt doch Geisterbuch? Dann sagt es noch. Ich hab doch gesagt, da steht was drin. Für Bi, die Arme. Aber. Das ist eine Omi, ein Omi-Oni, ein Omi-Oni. Da kannst du 5 Sekunden, da kannst du einloggen. Na, wobei, es bringt dir ja eh nichts, wenn sie tot ist. 2, 1. Doch, sie bekommt Geld dafür. Nein. Wir fahren. Echt? Doch. Für die richtigen Antworten bekommst du noch Geld. Nur wenn man ein Foto von ihr macht, bekommt man keine Kohle.
wieder. Oma Oni. Oni Oma. Oma Oni. Ich hab $0 gekriegt. Null. Sag ich doch. Echt gar nichts. Die haben das gepatcht. Obwohl ich eingetragen habe. Wenn man gestorben ist, kriegt man neuerdings kein Geld. Egal, ob du eingetragen hast oder nicht. Und die haben auch ein paar Sachen gepatcht. Dieses Viech hört dich, selbst wenn du Push-to-Talk anhast. Ah, fies. Also egal, ob sie huntet oder nicht, die hört dich auch, wenn du Push-to-Talk an hast. Nur die Spiele hören dich dann nicht. Die hört alles. Und ah, worauf... Sorry, red weiter. Ich lass dich ausreden. Na, ich warte, bis wir im Drack sind. In der Drecker. Ich wollte nur Bescheid sagen, in der Discord-Gruppe, da musst du noch deine Spiele auswählen, wo du zocken möchtest. Nur eine Info. Was soll ich da aussuchen? Spiele, die ich zocken möchte? Ich habe eine Discord-Gruppe so aufgebaut, dass jeder seine Spiele anzeigen lassen kann, die er halt angezeigt haben will. Du gibst einfach die Spiele ein, die du haben willst, und nur von diesen Spielen bekommst du Benachrichtigungen. Ich habe mir noch was ausgedacht. Jo, mach das mal, nur eine Info. Ich finde auch ein paar Spiele, so ein paar. Jo, welche? Ich bin froh, dass ich das doch jetzt mal so auf bekanntere. Die... Es werden bekanntere. Ich habe jetzt einen Drück mal auf Weiter. Ich will in den Truck.